Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed Rogue. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, sollten ihr euch dazu entscheiden solltet. Weiter geht die wilde Gaudi hier bei unserer Erkundungstour auf hoher See. Oh, ein Lagerhaus, meine Freunde. Ich sehe ein Lagerhaus. Ich hab Scan and Bounce. Ich hab gehört, Scan and Bounce ist scheiße. Vielleicht hat es ja jemand von euch schon gespielt. Das Lustigste ist ja, Ubisoft hätte nur eine Sache machen müssen: Black Flag im Multiplayer. Das war alles, was sie hätten machen müssen. Ich weiß, was mir fehlt bei der einen Insel, eine Renovierung bestimmt. Weil ich das Gebiet noch nicht eingenommen habe als Wirtschaftszone. Marcelin est en train de dégueuler sa vie. Je te colle sa patrouille. Marcelin est en train de dégueuler sa vie. Je te colle sa patrouille. Sam, va rejoindre Tremblay. Réveille-le s'il dort encore. Arrête de gueuler, Landry. Fais ta patrouille, on en reparlera demain. Lefebvre, arrête. Marcelin est en train de dégueuler sa vie. Arrête de gueuler, Landry. Plus vite, on boira. Plus un jet. Il faut sonner cette foutue cloche. On a un intrus. Attends là. Ah, c'est si. Ich habe gerade am dringendsten brauche. Ah, il ne peut plus t'enfuir, rends-toi! Oh mein Gott. Kann man auch einen Außenposten machen. Nicht wahr? Kein Alarm mehr. Zum Lagerhaus. Es gibt sogar zwei Lagerhäuser. Plus un geste.
Und das zweite Lagerhaus geleert. Okay. Da wollen wir jetzt mal die Sachen aus dem Camp hier noch holen, weil ich glaube, es lebt jetzt auch keiner mehr. Ich glaube, es sind alle tot. Ich habe das mal ein bisschen unkonventionell gemacht hier. Normalerweise würde man ja schleichen als Assassine, aber ich bin ja auch kein Assassine, ich bin ja ein Templer. Also eigentlich darf ich ja jetzt auch als Templer spielen, ne? Heißt, ich töte einfach alle. Aber im Camp scheint es nichts mehr zu geben, ne? Nee. Na, außerhalb des Camps hier vorne, aber ich wollte auch gerne noch den Aussichtspunkt haben. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich den schon ganz gerne. Dann müssen wir nochmal rauslaufen. Ich meine, wir müssen eh raus, um das abzuschließen. Ja, hier vorne kommen wir rüber, oder? Na, das wollte ich eigentlich nicht, aber wir können hier hochklettern. Wir haben gut Stein gefunden. Stein ist gut für die Renovierung. Warum kann ich da nicht hochklettern? Doch. Geht doch, Spiel. Ich wollte schon sagen, was ist denn hier los? Na, komm schon. Okay. Oh, okay. Hier gibt's Biber. Wir werden nachher Biber jagen müssen, glaube ich. I will look at it later, Nima. Currently I'm recording for YouTube, so... Germany! German only. Oh, German only. Ob das klappt, weiß ich nicht. Okay. Geht wieder um meine Mod übrigens. Wie so oft, wenn es Englisch ist. Ja, komm schon. So, jetzt haben wir eine Biberfelljagd-Herausforderung vermutlich. Stellt euch der Herr. Ja.
Herausforderung und beweist, dass ihr die... Weil die Zeit sagt alles über Biber aus, ne? Ja. Geschafft. Jetzt gucken wir uns kurz um die Truhe kümmern. Die hier oben drauf ist. Ja. Wie kommen wir da oben hin? Über diesen Ast. Und auf den Ast kommen wir über den Baum da vorne. Das sind diese schönen Rätsel. Diese ganz kurzen Dinger, wo man nachdenken muss. Ganz kurz. Ich mag das so gerne. Ah, warte, hier hoch. Dann hier rüber. Dann hier rüber. Und wir sind da. Ja. So. Ist das so, wie ich das denke, dass man jetzt hier vorne den Weg langlaufen kann, um den Weg hier hinten rumzunehmen? Das wäre schon ziemlich cool, wenn das jetzt ermöglicht. Was ist das denn hier für ein Ort? Das muss irgendein besonderes Grab sein hier. Werden wir wohl irgendwann rausfinden, was das für ein besonderes Grab ist. Nehme ich mal an. Ah ne, wir können ja nicht den Weg oben lang gehen, aber... Naja, wir können ja zumindest... hier vorne in den Heuhaufen. Dann von hier wieder rüber. Ja, ja, Leute, regt euch mal ab hier, bitte. Ich bin nur auf der Durchreise, ja? Ich bin gleich wieder weg, keine Sorge. Ich gehe hier über... Oh mein Gott, ich wollte übers Dach gehen, nicht hier runterrutschen. Das war jetzt ein bisschen doof. Gibt es hier irgendwo ein Loch in der Wand? Da. Okay. So. Je l'aime. Vous le vous cachez avec moi ce soir. Aber da oben an die Truhe kommen wir jetzt gerade über diesen Weg hier nicht und da kommen wir auch nicht mehr hin. Das ist blöd. Aber hier geht's nicht weiter. Oh, muss man leider mal schauen. Sein Schiff rufen. War eigentlich weniger das, was ich wollte, wenn ich ehrlich bin, aber naja, dann gehen wir halt den Weg zurück. Geh mal zu Fuß. Kann man da irgendwo hoch oder so? Hier vorne, da. Ich sehe auf jeden Fall eine Kletterfläche da vorne. Ah, man kann in den Bäumen da vorne hoch. Ich glaube, da geht's zur Truhe.
Und dann hier hoch. Ja. So, dann hat das den Reichtum mitnehmen da hinten und dann haben wir schon wieder ein Gebiet quasi fertig, aber auch nicht so wirklich, weil uns wird noch die Renovierung nur noch nicht machen können, weil wir das Assassinenlager noch nicht ausgeräuchert haben. Les criminels ont disparu. Nous pouvons enfin nous reposer. Nice. Stimmt, wir können die Bank hier da unten in unserem Schiff leeren, ne? Wir müssen auch mal unsere Schiffe, unsere Flotte wieder auf Aufträge schicken, also auf Wege hier schicken. Mission erledigen. Habe ich auch ganz vergessen, als wir angefangen haben wieder. Aber erstmal ganz kurz, bumm, Geld. Und dann gucken wir ganz kurz hier zur Flotte. So, dann wollen wir die Route mal sichern hier. Aufpassen, weil das ist echt laut. Sollte das Schiff mal reparieren. Erstmal reparieren wieder. Und dann schicken wir dann auch ein Schiff hin. Ich glaube, der Rest der Wege sind, glaube ich, haben wir keine Mission. Ne? Da hatten wir dann noch Missionen. Ne, das ist die letzte Mission. Ist sicher, da kann dann das Schiff hier hin. Passt schon. Kann man hier eigentlich neue Plätze einfach schon so kaufen? Ja. Kaufen wir schon mal neue Docks. In weiser Voraussicht. Langsam werden sie teuer. Es geht schon, wir haben 220.000 Pfund, also. Ja. Da fehlt uns immer noch Metall. Wir brauchen viel mehr Metall. Viel mehr. Wir müssen mal mehr Schiffe überfallen, ne? Wir müssen eindeutig mehr Schiffe überfallen. Ich glaube, bei der anderen Karte war das auch so, da waren nicht so viele, oder? Da waren nicht so viele Orte, die man erkunden konnte, oder? Ah, ist schon einiges. Aber auch nicht ansatzweise so viel wie da, wo wir gerade sind, ne? Weil hier ist viel mehr in River Valley. Das ist viel mehr Zeug. Wir sind fast mit allem durch.
Aber da ist ein bisschen übertrieben, aber ja. Er kommt auch ein bisschen was auf uns zu, aber. Aber wenn wir River Valley fertig haben, haben wir schon ein gutes Stück des Spiels durch. Alles setzen und scharf zum Wind ausrichten. Ah, der Konvoi da vorne, der könnte vielleicht ein bisschen Metall haben. Alle außer Großbergen! Auf dein! Auf dein! Schieß! Dann schwimmen wir da mal rüber. Uns. Ah, auch nicht viel Metall. Naja. Hätten mehr sein können. Wollte ihn töten, aber es hat nicht geklappt. Danke für die Truhe. Okay, damit haben wir, glaube ich, alles, was hier war, ne? Auf diesem kleinen Fleckchen Land. Aber dann können wir mit dem Fluss rübergehen und noch ein Lager plündern. Ja, das ist das Lager. Zu schade, dass das nicht geht, da oben mit dem. Der Typ ist verbuggt da vorne. Wenn der Lahme aus ist, ist das schon mal sehr hilfreich. Diesmal, wie gesagt, Stealth, mal nicht Action.
Warum? Oh, mein Controller funktioniert gerade wieder nicht. Hat Fahren- und Ausstecken funktioniert. Ah. Félicien, j'ai une mission spéciale pour vous. Suivez-moi. Félicien, j'ai une mission spéciale. Eben neue Optionen erschlossen. Jean, et la Violette. Vous allez patrouiller le côté nord. Soyez alerte. Je ne sais pas ce qui peut nous tomber. Allez, viens. Arrête-toi. Allez, maniez-vous un peu. Je sais que vous vous emmerdez. Pas de raison pour être le... Sinon, allez. Vielen Dank für die Aufbewahrung. Ups. Der Typ ist einfach verbuggt da drin. Naja. Dieser Typ. Wo ist denn die Kiste? Ist die. Ja. Die ist irgendwie da drin oder so, ne? Ist die hier oben? Alter! Ist das mein Controller wieder, der spinnt? Ich glaube ja. Weiß ich, woran das liegt? Ich habe keine Ahnung. Tut er wieder gar nicht mehr. Neuen Controller gekauft, erstmal kaputt. Na komm schon. Na komm schon. Er will nicht. Es geht nicht. Krieg ihn nicht mal an. Ah? Ah? Ah, es geht wieder. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich brauche neue USB-Kabel. Ich muss sie dringend bestellen nachher. Und das hat auch was mit dem Kabel zu tun. Jetzt aber. Ich hoffe, euch war nicht schlecht. Ganz schön viele Steine. Ein bisschen Metall leider nur. Hätte mehr Metall sein können. '69 übrigens. Nice. 69. So.
So, haben wir im Lager noch irgendwas zu finden? Bis auf diesen Splitter hier nicht. Oder das Fragment. Splitter ist ein anderes Spiel. Das ist auch wieder Final Fantasy XIV. Wo man ganz viele Splitter farmen muss, den Eureka. Ja. Ja, dann wünsche ich eine gute Nacht, Lady. Und viel Spaß bei deinen Wanderungen, die dann anstehen. Wenn wir uns nicht mehr vor März sehen. März ist ja auch nicht mehr so lange hin. Aber wir werden uns bestimmt nochmal vor März sehen. Und falls nicht, dann viel Spaß bei den Wanderungen und pass auf dich auf. Danke, danke. Dir auch eine gute Nacht. So. Ja, ich bin ein bisschen ruhiger geworden. In letzter Part habe ich ein bisschen mehr gequatscht, jetzt rede ich ein bisschen weniger. Ich habe auch schon mal erzählt, warum das so ist. Ich wiederhole mich ungern. Und wenn ich nichts zu erzählen habe, dann erzähle ich auch nichts. Weil ich möchte euch nicht einfach mit Unsinn voll labern. Wenn mir was einfällt, dann rede ich drüber. Keine Sorge. So. So kam er hier schön raus. Ich brauche noch Füchse, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die noch brauche. Faire de notre mieux pour améliorer la zone. Oui. So. Ich meine, es ist ja absolut das Spannendste, was wir tun. Klar, wir erkunden die ganze Welt. Manchmal sind die Inseln cool, dann kann ich auch was Cooles über die Insel sagen. Die Insel weiß ein bisschen, ja, war wie jeder andere, ne? So ein bisschen. Es gibt halt auch nicht jede Insel, ist nicht besonders, also. Aber die besonderen Inseln stechen dafür noch mehr heraus. Stell dir mal vor, in Assassin's Creed, wo alle Inseln so besonders sind. Weil dann sind sie doch noch besonders, ist die Frage, ne? Eigentlich schon, wenn jeder ein eigenes Gimmick hat. Wir müssen auch hier vorne hin. Ah, spring runter. Nein, nicht oben drauf. Runter. Runter, runter, runter. So, dann haben wir die Insel auch fertig. Und dann geht's weiter zur nächsten Insel. Vielleicht ist die ja wieder was Besonderes. Wer weiß. Möglich ist alles. So. Was? Hat sich einfach neben die Truhe gesetzt. Wir müssen gleich Füchse jagen. Ich glaube, das wird übel. Schauen wir mal, ob wir unseren Verstand verlieren werden bei der Mission. Stellt euch der Herausforderung.
Ja, man muss sich schon in Ecken jagen. Mir tut's ja auch leid für die Füchse. Aber ich kann auch nichts dafür, ich muss das tun, Leute. Das Spiel zwingt mich dazu. Glaubt mir bitte. Ich kann da gar nichts für. Wieder abgeschlossen. Nice. Endlich mal wieder ein Gebiet abgeschlossen. Auch nur, weil es hier keine Renovierung gibt. Wenn es hier eine Renovierung gäbe, wäre das wieder was anderes. Aber gut. Wir sind jetzt aber dummerweise auch schon wieder im Norden. Wir wollten doch eigentlich das hier unten einnehmen. Ich meine, das ist ein cooles Fort und so. Da können wir schon hinfahren, ne? Dann können wir noch die beiden Dinge hier unten machen. Dann haben wir nämlich schon wieder ein Riesenstück erledigt, ne? Alter, dann ist die... Oh, boah, wir haben nur noch so ein kleines Stück da oben die Karte. Der Rest ist schon fertig. Was ist hier los? Wie schnell geht das auf einmal? Potato Pad rast einfach durch das Spiel durch. Ich glaube, die Polizei kommt gleich, weil ich zu schnell fahre. Okay, der war schlecht. Ich gebe es ja zu, der war schlecht. Mir fiel halt nichts Besseres ein. Ich mache halt gerne Witze. Und auch wenn sie schlecht sind. Ich sage immer, besser ein schlechter Witz als gar kein Witz. Oder? Also... So. Ist das da vorne Eis? Tatsächlich. So, auf zum Fort. Und da können wir die Renovierung machen. Sollen wir sie jetzt entern? Ja. Die haben vielleicht Metall geladen. Natürlich hatten die kein Metall geladen. Ich dachte schon, ich hätte Glück und die hätten Metall geladen, aber nein, natürlich hatten die kein Metall geladen. Halbe Segel. Heute können wir das Schiff aufrüsten, Captain. Kopf, Rad, Marssegel. Oh, Billy Riley was a dancing master. Oh, Billy Riley. Auf zum Fort. Guten Tag, Potato Pet ist da.
So, let's go. Aus Kroko töten, Pulverreserven zerstören, okay. Geil ausgeführt, oder? Ich liebe diese Vorziehen, die sind so gut gemacht. Und damit haben wir eine neue Wirtschaftszone freigeschaltet. Einfach mal so. Nice. Wir haben schon 10 von 16. Das ist schon krass viel. Wir sind auf jeden Fall gut dabei, das Spiel zu komplettieren. Ich habe immer noch Spaß. Also das ist die Hauptsache. Ne? Das ist krass, dass Rogue es schafft, mich so lange wie sagt man das? Mich so lange zu motivieren, mir so lange Spaß zu bereiten. Das hat Black Flag leider auf lange Sicht nicht geschafft. Irgendwann war es schon ein bisschen monoton. Muss ich echt zugeben, aber die Story war halt krass bei Black Flag, die mal wieder zu erleben. Und zu sehen, wie gut Assassin's Creed mal war. Auch im Storytelling. Das ist ja eben das Krasse, was heute auch sehr krass leidet, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, andere Leute sagen halt, die Storys von Odyssey und Valhalla sind toll, aber ich finde die halt grauenvoll. Ich finde die wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Also auch wirklich gefühlt für mich objektiv schlecht. Also... Ich habe halt nichts, für das ich irgendwie Begeisterung finde in den Geschichten. Und das ist halt hier komplett anders. Also vor allem bei Black Flag. Also Black Flag war einfach, die Charaktere waren so liebenswert. Ich meine, das waren alles Halunken, ne? Klar, das waren alles Halunken und Verbrecher, klar. Aber habe ich auch schon mal gesprochen, dass Piraten im Endeffekt nichts anderes als Verbrecher sind und das Romantisieren der Piraten auch ein bisschen das Romantisieren von Verbrechern ist. Aber ich meine, die hatten auch einen Ehrenkodex und sowas. Nicht alle sind denen gefolgt und... Aber es ist halt diese romantische Vorstellung, ich finde die halt schon schön. Ich finde das irgendwie, das ist was Schönes. Und ich meine, es ist ja auch nicht ganz unbegründet in der Geschichte. Die Piraten waren tatsächlich auf ihren Schiffen sehr demokratisch unterwegs. Das waren aber viele Schiffe übrigens. Außer halt die Schiffe der unterkönigreicher Flotte nicht. Die nicht. Handelsschiffe und sowas schon eher. Aber Sachen unter königlicher Flotte, also hier königlichen Banner und so, naja, nicht so. Da war schon eher strikte Hierarchie angesagt. Ich meine, es gab auch auf dem Schiff, auch auf Piratenschiffen gab es eine Hierarchie, natürlich.
Aber die war halt viel flacher. Heute würde man sagen, an Stellenausschreibung, flache Hierarchien. Ja. Ich meine, du bist halt unter Verbrechern, ne? Du bist auch darauf angewiesen, dass die anderen Verbrecher nicht meutern. Und ich meine, das ist, sonst hast du dein Schiff verloren, also. Das geht auch ganz schnell, und dann ist dein Schiff weg. Dann kannst du auch kein Pirat mehr sein. Was hat der geladen? Nichts. Der hat wirklich einfach nichts geladen, okay? Ach, weil das ein freundliches Schiff ist. Ah. Das ist eins von unseren Schiffen. Oder von den Briten halt. Uns wohlgesonnen, so rum. So. Wo unkartografiert ist nur für die Karte hier, ne? Nicht für beide Karten, weil wenn sonst, dann haben wir schon fast alle kartografierten und unkartografierten Truhen. Na, so viel haben wir auch nicht mehr zu entdecken. Also es könnte sein, dass es wirklich beide Karten ist. Dann gibt es hier kein Boot, um zurück zum Schiff zu kommen. Ausnahmsweise gibt es hier mal kein Boot, wa? Na, dann ist ihm so. Oh mein Gott. Ja, ich bin halt rasch wie der Wind, mein Guter. Da wird man schon mal weggepustet. Ah, hier ist die Renovierung. Da können wir das nachher dann mal ganz kurz abhaken vom Ende des Parts. Weil die sind ja... Ah, was fehlt uns denn hier? Das verstehe ich nicht. Hier ist doch nichts. Da kommt ja noch irgendwann was. Keine Ahnung, was... Ach so, das ist das... Ah, das ist das andere Wirtschaftsgebiet. Okay. Ja, gut, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Das ist okay. So. Ja. Sind ziemlich erfolgreich unterwegs, ne? Wir machen ziemlich viel Fortschritt. Schon wieder 27.950 Pfund auf der Bank. Das ist auch eine hübsche Insel. Kleines Eiland hier. Das sind einfach Knochen. Aber ein Bötchen gibt's hier nicht, wa? Das ist kein ganzes Bötchen, da kann man nicht zurück. Jetzt fangen sie auf einmal an, doch keine Bötchen mehr zu haben, wa? Die Schweinchen hier. Was soll denn das? Ubisoft? Könnt ihr dir bitte auch hier Bötchen hinzufügen? Ach, schon ein schönes Schiff, ne? Also, Leute, die Schiffe mögen, kommen hier voll auf ihre Kosten, auf jeden Fall. Ich wünschte mir, mehr Spieler würden sich so viel Mühe geben bei der Gestaltung von Schiffen. Schiffe sind schon was Feines. Segelschiffe, alte Segelschiffe. Alte große Segelschiffe.
um das zu präzisieren. Vieren und Fahrt aufnehmen! Alle Segel, sie verträgt das! Tja, wenn wir jetzt die beiden Dinger hier unten gemacht haben, dann haben wir ja nur noch das Gebiet hier oben, ne? Das ist nur noch, ist alles gut rausgezoomt. New York haben wir komplett. Und hier haben wir dann auch alles erstmal soweit komplett, bis auf dieses Gebiet hier und dieses Gebiet hier oben in der Ecke. Aber das fehlt halt noch. Und das hier oben fehlt halt noch, die zwei Dinger da oben. Aber sonst sind wir schon gut dabei. Das haben wir auch schon gemacht hier. Krass. Ja, seht ihr mal. Ich habe sogar schon Dinge gemacht, die ich gar nicht gedacht hätte, dass ich schon erledigt habe. Bären. Und nur drei Items, scheinbar. Seht mal, eine Templerkarte, die diesen Ort zu zeigen scheint. Wenn ich das schon sehe, dann müssen wir es auch ausrüsten. Ah, das ist vermutlich sehr, sehr weit X auf 0. 74, minus 700. Das hier. 52 minus 724. Genau da. Genau an der Markierung gewesen, okay. War jetzt dadurch ein bisschen simpel. Okay. Dann. Hier sind wirklich nur drei Sachen. Der Aussichtspunkt, dann zwei andere Sachen. Auch noch gucken ganz kurz. Wir haben bestimmt auch wieder Shay-Verbesserungen, ne? Die wir anfertigen können. Nee. Da müssen wir wieder in einer anderen Region ein bisschen farmen. Das. Windy all weather, stormy all weather. Boah. Das sieht aber nicht so aus da vorne. Jetzt bestimmt irgendwann Story oder sowas. Black Ridge, das klingt doch schon so nach einem wichtigen Ort irgendwie. Bring das so wenig ist. Wichtigeres zu tun, als Verbündeten zu helfen. So ist Potato. Denkt nur wieder an sein eigenes Wohl. Ich meine, wir hatten den Part, wo ich über Altruismus gesprochen habe, also dem ist natürlich nicht so.
Waren die Truhe irgendwo hier, ja? Da ist sie. Nice. Truhe erledigt. Ich frage nicht, wie viel hier unten zu tun ist, aber das ist nochmal. Das ist ein ganzes Dorf, da gibt es ein bisschen mehr zu tun. Der Part ist so knapp und ich muss auch mal ganz kurz in Discord gucken, weil ich da eine Nachricht bekommen habe. Oder dass eine Frage an mich war. Ah. Historisches Underpour ist in Final Fantasy XIV ein. Ja, weiß ich, ist das grauenhaft. Das, die letzte Kampf, den verstehe ich nicht so wirklich mit den Toren. Auch was mit gleicher Farbe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Ding funktioniert. Und hat der Mod das Monster, was ich essen kann am Anfang. Ich finde mein Erinnerungsvermögen echt krass. Manchmal. Ich mich einfach daran erinnere, an die ganzen Boss und so. Oh Mann, ey. Dafür habe ich mich aber an ziemlich wenig von Rogue erinnert. Aber mittlerweile sind so meine Erinnerungen wieder fester an Rogue. Ich erinnere mich auch schon wieder ein bisschen mehr mittlerweile, weil ich das Spiel da so ein bisschen gespielt habe. Bin ich schon so ein bisschen wieder im Rogue-Modus und habe mich auch wieder an einiges erinnert. Ich meine, wir sind ja gut dabei. Wie gesagt, bald ist es ja vorbei. Leider. Er sagt bald, weißt du. Im Menü steht irgendwas von Komplettierung 50% und Potato sagt bald. 46%. Das sagt man, die Hauptstory ist wie immer das, was am meisten Fortschritt gibt, ne? Also. Das ist aber eine coole Insel mit der Galeone, die da. Ne, das ist keine Galeone, oder? Das ist. Doch, das ist eine Galeone, oder? Ich bin mir gerade unsicher. Doch, das ist ein erhöhte Deck und so. Hoppala. Bin ich gegen das Pier gebumst. Das ist jetzt kein freundlicher Ort übrigens. Wir machen es jetzt trotzdem noch in dem Part, weil ich euch da draußen so gern hab. Machen wir es einfach nur in dem Part hier, ist egal. Die Person in Discord kann warten, ganz einfach. Die kann warten, bis wir hier unser unser Assassin's Creed gemacht haben. Ganz ehrlich. So viel Zeit muss sein. Ob die jetzt hierher kommen. Der ist ja dumm. Guck dich auf der anderen Seite des Dachs. Na, geschafft. Viel Stein. Ein bisschen Metall immerhin. Wir brauchen aber viel mehr Metall, Leute. Wir brauchen so viel Metall. Eieieiei. Ich
weiß nicht genau, wie wir an das ganze Metall kommen sollen. Wir brauchen Metal, Leute. Metal, Heavy Metal, Black Metal, alle Metal. Einfach Metal. So. Metal, Leute. Das fand ich ja so faszinierend, ne? Es ist schon, also ich normalerweise nehme ich die Namen von anderen Creators und sowas nicht in den Mund, weil ich nicht irgendwie über andere Leute reden möchte, aber das ist immer so ein bisschen, weiß nicht, aber ist es was Positives oder, ja, ich weiß nicht, neutral eigentlich, was ich sage. Ich finde es sehr lustig, dass sehr, sehr viele Content-Creator auf einmal Drachenlord-Memes und sowas machen. Seitdem Gronkh in seinem Stream das macht. So, als wäre der irgendwie so eine moralische Instanz. Und seitdem Gronkh das macht, dürfen andere das jetzt auch. Weil ich meine, vorher waren sich sehr viele Leute einig, dass das eine arme Socke ist und etc. Aber ich meine, mittlerweile haben, glaube ich, mehr Leute mitbekommen, wie Rainer so drauf ist. Ich meine, ich würde jetzt sagen, ich war aus der Hater-Bubble, aber bin ich eigentlich nie gewesen, so wirklich. Ich bin nie irgendwie ein Hater gewesen. Ich habe mir das alles irgendwie angeschaut und mitbekommen. Und ich habe das ja schon länger verfolgt gehabt und... Ich meine, Vertrag der Lust und so Dinge, ich meine, ich kenne die ganze Scheiße von ihm. Und ja, ich gib's zu, es ist ziemliche Lebenszeitverschwendung gewesen, das gebe ich absolut zu, sehe ich genauso. Ihr verpasst nichts, wenn ihr das nicht kennt und nicht wisst, was da alles war und so. Verpasst da wirklich nichts, gar nichts. Also, macht euch da keine Sorgen, aber ich finde es halt lustig, dass auf einmal scheinbar für alle okay ist, das zu machen. Weil vorher haben die Leute sich halt nicht so damit belesen und wussten nicht so wirklich alles. Weil ich glaube, oh, was ist da denn gerade passiert? Das war ein Bug. Wenn die das nämlich alles gewusst hätten, dann hätten die auch, glaube ich, ganz anders reagiert. Naja, aber die Leute wollen sich halt nicht darüber informieren. Die wollen lieber das einfache Opfer-Narrativ schlucken. Ich meine, ist Rainer ein Opfer? Ja, ist er. Definitiv. Er ist auf jeden Fall ein Opfer von viel Hass. Aber er ist auch Austeiler von viel Hass. Und das ist halt... Ich meine, es gibt ja heutzutage ein Wort dafür, das nennt sich Hatefluencer. Leute, die deren Hass oder für die Hass eben das Ventil ist, um groß zu werden. Und das, genau das ist das bei ihm. Ich meine, jedes Mal, wenn er irrelevant wird, fängt er wieder an, irgendwelche komischen Aktionen zu starten. Ich meine, der weiß schon ganz genau, was er da tut. Ne? Deswegen hält mein Mitleid sich bei ihm leider an Grenzen. Mir tun Leute leid, die quasi diese Bubbles, die sich darum geformt haben und sowas, die machen das ja auch mit anderen Leuten. Also so hassen. Aber es gibt ja auch Leute, die sind halt wirklich unschuldig oder zumindest einfach nur ein bisschen zurückgeblieben und da wird das halt genauso abgezogen. Ne? Also nicht so schlimm wie beim Drachenlord, aber das liegt auch einfach daran, dass der Drachenlord halt eben auch sehr viel provoziert, ne? Ich meine, es wird irgendwie darüber geredet. Ich meine, das Ding ist, viele Leute standen ja vor seinem Haus damals und das geht halt eigentlich nicht klar. Das ist halt, ich meine, die meisten Leute, die den Drachenlord verfolgt haben, sehen das genauso, dass es Schmutz ist. Man muss dazu sagen, das fing halt alles erst dann an, als er den Strom nicht mehr hatte, weil er zu dumm war, seine Stromrechnung zu bezahlen und sich nicht gewundert hat, dass er nicht jeden Monat Strom bezahlt wie der normale Mensch. Und dann auf einmal so viel nachzahlen musste, dass er sich nicht leisten konnte. Und dann wurde ihm der Strom abgestellt. Und dann hat er so einen Posterverkauf eingeladen bei sich zu Hause. Und dann fing das an mit den Besuchen. Das war der Katalysator. Als er angefangen hat, die Leute wirklich gewollt bei sich einzuladen. Dass sie zu ihm kommen sollen. Das traut euch, kommt zu mir Video, was immer ganz gerne angeführt wird. War nicht der Moment, wo die Leute angefangen haben, zu ihm zu kommen. Ganz im Gegenteil. Weil das ist ja eine andere Nummer, ne? Ihr kennt vielleicht so Lolcos im Internet. Also Leute, die halt wirklich aus welchen Gründen auch immer besonders lustig sind, über die man sich besonders gut lustig machen kann, die man vielleicht auch dazu bringen kann, dumme Dinge zu tun oder sowas, oder dumme Dinge zu sagen.
die man so ein bisschen steuern kann, weil die halt naiv und dumm sind. Ich meine, das ist trotzdem keine schöne Sache, dass Menschen das machen. Aber ich kann verstehen, wo der Reiz da drin liegt, zumindest humoristisch für einen, woraus man da seinen Spaß zieht. Ich verstehe das schon. Ich kann das nachvollziehen. Aber da wird halt oft nicht besucht oder sowas oder was angetan oder so. Gewalttätig oder sowas. Das machen die meistens nicht, die Leute. Das ist bei ihm halt schon was ganz Besonderes und das liegt halt vorwiegend daran, dass er halt so krass provoziert die ganze Zeit, ne? Stellt euch der heraus. Sammelt sich Schwarzbärenfälle in erlaubten Zeit. 2 Stück. Hey Bären, huhu. Bären. Voll Bären stark von euch. Hallo Bär. Ich weiß, das ist immer ein blödes Thema. Ich weiß das. Selbst wenn ein Grund darüber spricht. Aber ich denke, ich habe jetzt relativ human über das Thema gesprochen. Ich meine, meiner Meinung nach, wenn es nach mir gehen würde, ja, wenn ich jetzt entscheiden könnte, wie das da weitergeht, ich könnte alle Leute steuern, die da irgendwie das Interesse haben, ihn zu schauen, dann wäre meine liebste Option, das ist auch schon bei den meisten sogenannten Hatern der Fall, dass er aufhört zu streamen und dass er keine Aufmerksamkeit mehr bekommt. Damit er ein normales Leben führen kann, sondern damit er einfach ein normales Leben anfangen kann. Weil das ist ja kein normales Leben, was er hat. Ich meine, wer hat schon ein, in Anführungszeichen, normales Leben? Klar. Aber das ist ja schon wirklich weit ab der Norm, ne? Und wenn die Sachen, die da im Raum stehen, bezüglich Kindern halt wahr ist, dann... Ich kann nur sagen, Gnade ihm Gott, ne? Er hat sich da ja auch mit Nazis eingelassen jetzt. Also mit wirklich strammen Neonazis. Sein Vermieter ist ein Neonazi und der hat Weihnachten bei dem auch gefeiert und sowas. Und das ist bestätigt. Das mit dem Kind, keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Da läuft eine Anzeige. Aber der Vorwurf ist, dass er wohl eine Dreijährige angefasst haben soll. Und das ist schon... Wenn das stimmt... Ei. Gnade ihm Gott in dem Umfeld, wo er gerade ist. Neonazis mögen Kinderschänder nicht. Ganz und gar nicht. Ich meine, ich mag die auch nicht. Aber ich will, dass sie in den Knast kommen. Bei denen ist das ein bisschen anders, wenn ihr versteht. Und ich hoffe, dass ihm da nichts passiert. Ja, ich meine, die mögen Kinderschänder ganz und gar nicht. Und die kommen dann halt mit Leuten vorbei und mit Baseballschlägern und Messern. Und ich meine, dann lösen die das Problem halt, weißt du? Auf deren Art und Weise. Auf eine nicht rechtsstaatliche Art und Weise, die ich nicht unterstützen kann. Auch Kinderschänder haben das Recht, ins Gefängnis zu kommen. Meiner Meinung nach sollten sie es übrigens auch länger, als es derzeit der Fall ist. Und ich weiß, das ist hart. Und emotional in eurem Herzen spürt ihr, das ist falsch. Die sollten eigentlich am ehesten sterben oder am ehesten sollten das gleiche Leid erfahren. Was sie den kleinen Kindern antun. Ja, ich kann das alles nachvollziehen, aber... Zur Rechtsstaatlichkeit gehört halt eben auch, dass wir niemanden einfach töten oder ähnliche Dinge tun. Ich finde aber, die Gefängnisstrafen dürften schon deutlich härter sein. Ich meine, es geht, glaube ich, bis 10 Jahre hoch, aber das darf auch ruhig schon mal lebenslänglich sein. Weil du kannst in einem Kind sehr viel kaputt machen für das gesamte Leben. Du traumatisierst das Kind und das Trauma wird sich dann in der Pubertät ausbauen erst. Vor allem bei Kindern, die noch nicht in der Pubertät sind, sollte meiner Meinung nach zumindest die Möglichkeit bestehen. Weil ich meine, lebenslang heißt in Deutschland ja nicht... Lebenslang, das ist wieder juristisch ein bisschen schwer. Du kommst aber nach 12 bis 14 Jahren meist auf Bewährung wieder raus. Aber du hast immer noch die Strafe. Du bist dann immer noch auf Bewährung. Lebenslang. Das heißt, wenn du wieder Scheiße brauchst, gehst du wieder in den Knast. Also zumindest, wenn du ähnliche Scheiße brauchst. Gehst halt direkt wieder. Tschüss. So, das war's. Wir haben die Insel geschafft. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal. Der Part ist eh schon viel zu lang. Viel, viel, viel zu lang. Und wir haben wieder über Themen gesprochen, die ganz schön heikel sind. Aber ich meine, meine Meinung zu den Themen ist nicht heikel, denke ich. Wie gesagt, ich kann nachvollziehen, wenn Leute sagen, es müsste noch härtere Strafen geben. Es müsste drakonische Strafen geben. Ich kann das komplett, von meinem Herzen her kann ich das komplett fühlen. Also... Ich fühle euch da, wirklich. Und ich finde, es gibt so Werte, die sind wichtiger als das Herzgefühl für eine Gesellschaft.
dass wir als Gesellschaft uns dazu entschieden haben, zu sagen, wir sperren die Leute nur ein dann. Hat auch den Grund einfach, dass wenn wir jemanden töten würden, dann erstmal begeben wir uns ja auf eine ähnliche Stufe wie zum Beispiel einen Mörder. Und zweitens ist natürlich auch das Ding, was ein bisschen schwierig ist, wenn man jemanden das Leben nimmt. Du kannst ihm das nicht wiedergeben. Ne? Selbst wenn es sich dann irgendwie 2 Jahre später herausstellt, dass jemand gelogen hat. Oder dass die Beweise gefälscht waren. Oder dass das alles falsch war, das Urteil. Wenn das Urteil falsch war, dann kannst du das nicht rückgängig machen. Ich meine, du kannst auch die Gefängniszeit nicht rückgängig machen. Du kannst die Menschen aber wenigstens dann kompensieren für die Zeit, die er im Gefängnis saß. Und er lebt noch. Ich meine, manchmal ist der Fall klar, ich weiß. Aber wir müssen halt gleiches Maß an alle anlegen. Das ist halt das Problem. Sonst ist es halt irgendwie nicht fair. Ich warte auf eure Anweisungen, ja. Sir. Aber ja, wie gesagt, ich finde halt, dass viele Sexualdelikte in Deutschland viel zu lasch bestraft werden. Da dürfte ruhig bei vielen Sachen, die ich schon gelesen habe, dürfte ruhig noch mal 1-2 Jahre drauf, mindestens. Wenn ich dann so sehe, Vergewaltiger hier, was war das? War das dieser eine, der Staatsanwalt, der seinen Sohn vergewaltigt hat? 8 Jahre alt war der Sohn, glaube ich. Das war jetzt letztens erst. Ich weiß, das ist ein ganz, ganz grauenvolles Thema, aber der hat ja auch wie 18 Monate auf Bewährung bekommen. Der hat nicht mal 2 Jahre bekommen. Nicht mal. Nicht mal 2 Jahre auf Bewährung. Nee, 18 Monate. Der Prozess sollte ja auch 3-mal abgebrochen werden, ne? Und dann doch nicht verfolgt werden. Das ist, nee, sorry, das geht so nicht. Da hat das Rechtssystem aber sowas von gescheitert. Und ich kann verstehen, dass Leute dann echt mittlerweile immer pisster werden. Ne? Ich weiß, dass ich sehe das ja auch im Internet und so. Ich sehe das bei Leuten und so. Leute werden echt, und ich verstehe das, immer angepisster. Von der Justiz und von der Politik. Wegen genau solcher Dinge. Genau diese Dinge sind es, die Leute anpisst. Man schützt sich dann selber, wenn man einen grauenvollen Kindervergewaltiger in der eigenen Gruppe hat, dann wird er schön getupfelt und geschützt. Und die Begründung war lustig, ne? Weil er durch seinen Job als Staatsanwalt so gestresst war, du musst ja seinen Stress ja abbauen an seinem Sohn. Deswegen nur 18 Monate. Aber wieso habe ich das gelesen? Das ist krass, oder? Ich weiß nicht. Als ich das gelesen habe, habe ich echt. Ich muss kotzen, wenn ich daran denke. Es gibt keine. Für mich gibt es keine strafmildernden Umstände für Kindervergewaltigung. Was soll denn das sein? Kinder sind unschuldig. Was hat das Kind denn dem Vater getan? Was irgendwie strafmindernd sein könnte. Was kann das Kind denn dafür, dass der Vater mit seinem Job nicht klarkommt? Hätte er sich einen anderen Job suchen sollen? Und vielleicht nicht straffällig werden sollen? Ich meine, ich habe auch viel Stress in meinem Leben. Vergewaltige ich deswegen Kinder? Nein. Ich meine, das klingt jetzt so, als wäre das was total Normales, um mal Stress abzubauen. Was? Wir sind bereit, gute Werke zu tun, werter Sir. Vielleicht habe ich das Urteil falsch verstanden. Ich habe nur auf Twitter gelesen. Deswegen. Mit Gewehr, ne? Ich kann nicht sagen, also ohne Gewehr. Nicht mit Gewehr, ohne Gewehr. Ich kann nicht sagen, ob das wirklich so stimmt, aber wenn das so stimmt, dann. Kennt ihr dieses Meme mit dem Typen, der die Augen so aufreißt? Und so, ne? So, huh? So. Genau das bin ich dann. Das ist schon. Naja. Ich meine, spätestens seit Epstein ist ja alles ein bisschen. Spätestens seitdem fragt man sich, was da oben in der Elite oder so los ist. Ne? Wir sind ja hier unten, wir sind ja der Pöbel, ne? Da oben in der Elite werden dann irgendwelche komischen Epsteins laufen da rum und so. Trauriges Thema, deswegen beende ich den Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part und dann wieder mit ein bisschen. Fröhlicher an dem. Bis dann. Haltet ihr und Stefan immer das Beste, dass euer Potato Pad verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!